So, da sind wir wieder zurück. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei QS24 im Format Gesundheit. Und heute natürlich wieder mit unserem Stargast, das mich auch sehr freut, immer wieder mit ihm ein bisschen philosophisch zu reden zu dürfen, nämlich ganz herzlich willkommen Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo. Hallo. Lieber Rüdiger, mit dir darf ich ja kritische Themen anschauen und nicht einfach nur immer den Honig anschauen und das Schöne betrachten, sondern auch einmal kritisch dahinter schauen, ob dann wirklich alles gut ist, was auf uns zukommt. Und heute das Thema Elektrosmog, 5G-Netz, wird sehr kontrovers diskutiert. Wir haben schon ein paar Widerstände in der Schweiz gesehen, erstaunlicherweise, weil doch eine wirtschaftliche Macht dahinter steht, die das unbedingt haben will. Aber wie siehst du das als Arzt kritisch betrachtet? Können diese elektromagnetischen Felder unserem Körper Schaden zufügen oder Psyche Schaden zufügen? Was ist deine Sichtweise? Ich glaube leider beides. Ich muss jetzt sagen, ich spreche da nicht aus eigener Erfahrung in dem Sinne. Ich bin eher so Dumpfbacke, muss ich ehrlich zugeben. Mich kein Handy, nicht erreichbar. Ja, das schon. Das auch, ja. Rauchzeichen. Ich kann auf einer Wasserader gut sein. Ich merke es nicht. Ja. Ich gehe dann weg, weil ich weiß, andere merken das. Also ich kann das nur von der Arbeit sensibler Menschen her feststellen. Was ich merke, wenn ich zum Beispiel so hintereinander ein paar Wochen in Tamanga gearbeitet habe, unser Zentrum ist ja sehr in dieser Hinsicht nicht nur ökologisch, sondern auch sozusagen energiesensibel gebaut. Ja? Also es stehen die Häuser so, dass sie nicht auf Störfeldern stehen. Da sind die Stromleitungen so verlegt, dass sie möglichst nicht so viel strahlen und dann abgeschirmt. Jetzt werden sie auch noch in Netzfreischalter eingebaut in den letzten Räumen und so weiter. Da machst du deinen Laptop auf, du hast keinen Provider drauf, musst ein Kabel nehmen. Also online geht bei uns nur im Sinne von an der Leine, sozusagen. Wenn ich aus dieser Atmosphäre dann rauskomme und lande irgendwo in Kloten oder schlimmstenfalls in Frankfurt, dann bricht über mich so eine Welt herein, wo ich es dann auch spüre und denke, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Aber ich kann es nicht direkt so spüren. Ich kenne aber Menschen, die können spüren, ob der Router eingeschaltet ist über Nacht oder nicht. Und spüren das auch unangenehm. Ich kenne jemanden, der hat eine genetisch vererbte Krankheit und dann eine Schwäche im Bein. Der kann zum Beispiel an seinem Bein dann spüren, wenn das Handy angeschaltet ist. Wenn das abschaltet, wird es deutlich schwächer, aber es ist immer noch ein bisschen spürbar. Also ich habe da mit Patienten solche Erfahrungen und würde von daher auch raten, sich immer mal wieder solche Erfahrungen zu gönnen. Ich glaube, inzwischen, obwohl wir bei unserer Tamanga Naturkur natürlich viele Dinge in der Natur anbieten, so hatte ich schon erwähnt, barfuß gehen und so weiter, im Wald und ja. Der entscheidende Punkt ist auch, das ist so ein Raum, der ist von diesem Strahlensalat frei. Das ist in der Natur zwischen zwei Waldstücken, zwei kleinen, 2 Kilometer außerhalb von einem kleinen Ort. Und da ist noch frische Luft, gutes Wasser, sorgen wir natürlich auch dafür. Da raten wir zu Erdkontakt und Erdung und da ist auch viel Begeisterung dann mit drin, mit dem verbundenen Atem und so weiter. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber auch diese Störungsfreiheit. Allein dadurch passiert etwas, wenn man wieder schlafen kann, ohne dass dann Störfeld ist. Das ist etwas, was ich dann erleben kann. Und ich bin mir jetzt nicht durch wissenschaftliche Studien, aber ich bin mir sicher durch die Erfahrungen mit Patienten. Ja, jemand jetzt gerade, der hat dann Lymphom in der Leiste bekommen, breitet sich aus in diesem Bereich hier, bis in den Po hinein und so weiter, Po-Muskel. Naja, der hat immer sein Handy dort drin gehabt. Ist jemand, der permanent erreichbar war. Der fällt dem selbst auf. So, wir wissen da doch inzwischen relativ viel. Ich hatte von den 2 Studien schon gesprochen in England. Die Glioblastome im Gehirn haben sich verdoppelt in den letzten 21 bzw. 23 Jahren, wo wir mit Handys und diesem ganzen Strahlensalat unterwegs sind. Insofern bin ich super skeptisch im Hinblick auf 5G. Und bei uns in Tamanga wird es da keinen einzigen Masten geben. Und die wollen das ja, glaube ich, alle halben Kilometer aufstellen. Grundstück, ja. Auf unseren 11 Hektar wird das sicher nicht passieren. Und da müssen halt Autos auch gar nicht blind fahren können. Das ist gar nicht ein Ziel. Ja. Ich habe da eher das Gefühl, wir richten uns da zugrunde. Es gibt da nämlich auch diesen amerikanischen Professor, der von der IT-Industrie angestellt war, um den Amerikanern mal die Angst vor dem Handy zu nehmen. Der hat die Seiten gewechselt und hat gesagt, die heute mit dem Handy aufwachsen, ist die erste Generation, die ihre Eltern nicht mehr überleben werden.
Solche Dinge finde ich ja schon wirklich sehr nachdrücklich. Diesen Satz habe ich schon gehört. Ja. Letzte Woche kam im Schweizer Radio eine Untersuchung über mehrere Jahre hinweg, wo man die Spermien von Männern in der Schweiz gemessen hat und festgestellt hat, 3 von 5 Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen, also bis 25 Jahre, haben mangelhafte Spermien. Das ist im Ruhrgebiet, da wird es seit dem Krieg gemessen, mindestens so dramatisch. Ja, also das ist wohl überall so. Aber die haben den Bezug zu Elektrosmog noch gemacht, erstaunlicherweise. Das ist erstaunlich. Auch als Gefahrenhinweis in diesem Bereich. Wobei der Grund zum Beispiel, warum ich in Schweizer Hotels keine Kurse mehr mache, ist, weil die Swisscom die Anlagen so installiert, dass du sie auch nachts nicht ausschalten kannst. Dann kann ich keine Fastenkurse mehr geben, weil beim Fasten die Sensibilisierung ja noch stärker wird. Mhm. Und gut, ich mache auch bewusst Fasten extra. So, und dann 2/3 der Teilnehmer sind Frauen und von denen fast die Hälfte spürt dann Elektrosmog, also dass das Feld eingeschaltet ist. Und wenn du es dann nicht mehr abschalten kannst, wie bei den Swisscom-Anlagen in Hotels, dann kannst du das nicht machen. Ja. So, also ich muss dann mit den Hotels, musste ich reden, gut, jetzt haben wir das gelöst in Tamanga, da gibt es das eh nicht mehr. Da sind diese Grundthemen und da ist für mein Gefühl Freiheit von dem Strahlensalat dabei. Ja, ja, und gutes Wasser im Überfluss. Ja, und die 4 Elemente in Ordnung, da brauche ich darüber nicht nachdenken. Aber ich merke, wie wichtig das und zunehmend wichtig wird. Also ich denke, wir müssen auch ein Stück uns distanzieren von diesen ganzen Unsäglichkeiten von Vaterstaat, sage ich jetzt mal, und mehr wieder zur Mutter Natur zurückkommen. Wir sind nicht adaptiert an diese Schwingungen, an diese Felder. Ich habe mit 5G natürlich noch keine Erfahrung. Aber ich vermute nichts Gutes. Und wenn ich mir so Leute wie den Dr. Mutter oder so anhöre, dann, oder den Engelsberger in Wien, dann kann einem Angst und Bange werden. Und ja, also wir hatten unten im Dorf einen Test mit 5G. Da wurden an den Straßenlaternen diese schwarzen Masten aufgehängt. Das war ein 5G-Test. Und jedes Mal, wo ich mit dem Auto da durchgefahren bin, hatte ich so ein Brummen auf dem Herz. Ich dachte, oh Gott, ist das jetzt wirklich das 5G? Und jetzt ist es wieder weg und jetzt kann man auch wieder durchfahren und spürt nichts. Also das war wirklich wie ein richtiger Motor. Also es gibt ja Gott sei Dank, ich glaube in Genf und auch in Bern schon ansatzweise Widerstand aus der Schweizer Bevölkerung. So ist es, Ich hoffe ja, dass die Schweiz, die ja für mich sowieso so ein Kleinod ist, auch in dem Wahnsinn nicht mitmacht. Ja, also man kann ja hier zum Beispiel schon sehen, wie man Probleme lösen kann in vieler Hinsicht. Vielleicht ein Wahnsinn, aber auf der anderen Seite höre ich auch die wirtschaftlichen Seite. Man muss mitmachen, sonst verliert man den Anschluss, weil einfach so viele Dinge möglich sind mit diesem 5G. Ja, was ist denn möglich, dass es noch ein bisschen schneller geht? Also ob es Zehntelsekunden oder Hundertstelsekunden, brauchst du bloß einen richtigen Computer kaufen, dann machst du das Ding auf und der ist da. Na, wenn du mit Kleinweich natürlich arbeitest, kannst du ewig warten und hast noch Viren und was. Also ich meine, ein paar Dinge kannst du schon, kannst du ja schon auch regeln. Aber sagen wir mal, es kommt, das 5G. Vielleicht lässt sich jetzt das auch nicht verhindern. Was können wir denn tun letztendlich, um mit dieser Anspannung auch unsere gewohnte Entspannung wieder zu kriegen, damit der Körper im Gleichgewicht bleibt? Das Schlimmste bei 5G werden ja gar nicht die Sender auf der Erde sein, sondern die werden Satelliten hochschicken, die das von oben runter bringen. So nach Eggetsberger habe ich das gerade, mit dem habe ich gerade ein paar Stunden geredet. Das ist ein Wiener Ingenieur, der da total drin ist und sich gut auskennt in diesem Bereich. Naja, ich hoffe immer noch, dass es nicht kommt, dass man es verhindern kann. Aber wie du schon richtig sagst, klar haben wir gegen CETA protestiert und so weiter. Und das kommt dann irgendwann. Die Bevölkerung hat wenig Chance gegen das System Vaterstaat, was einfach gekauft ist. Und ab und zu gibt es mal einen Richter wie in Italien, der dann sagt, okay, der wird entschädigt, der ist von Handystrahlung krebskrank geworden. So, das gibt's schon. Und die österreichische Ärzteschaft warnt dringend davor. Okay, die haben sie einfach nicht gesponsert. Kleines Land, haben es vergessen offensichtlich. Mhm. Aber im Endeffekt müssen wir uns wahrscheinlich darauf einstellen und dann müssen wir es auch irgendwie versuchen abzuschirmen. Also in dem Sinne wird sowas wie Tamanga immer wichtiger. So Oasen, wo Menschen sich auch schon hinflüchten, die so elektrosensibel sind, dass sie eigentlich keinen Platz mehr finden, wo sie sein können. Das sagt der Dr. Mutter zum Beispiel auch in Deutschland, wo ihm eine Klinik so einen Raum geschaffen hat, wo wirklich total leer ist und berichtet da von richtigen Heilungserfolgen in diesen Räumen, wo einfach mal Heilung geschehen darf. Die Salzstollen, ich kenne da so einen Reichenhall. Da ist nichts, gar nichts mehr. Und dann merkst du auch, wenn du da haben wir dann immer eine Nacht verbracht mit der Gruppe.
in diesen dicken Salzwänden, da ist keinerlei Strahlung. Da hast du natürlich solche Effekte, wenn du das noch unterstützt mit Meditation. Da meistens so. Das Heilstollen, Haufen ja. Berchtesgaden zum Beispiel, oder? Genau. Ja. Ach so. Also wenn es natürlich nicht gerade voll Radonstrahlung ist. Ja, also gut, also nächster Punkt. Villach würde ich jetzt nicht empfehlen wollen, weil ja. Das ist Radonstrahlung. Also muss ich bei all diesen Sachen... Ja, das ist so, wenn du das Polaritätsgesetz, das wichtigste der Schicksalsgesetze im Auge hast, dann siehst du natürlich immer auch, da muss ein Schatten sein. So Peace Food, wenn du sowas schreibst, das ist ja irgendwie gefährlich letztlich. Ne? Friedensessen, da muss ja irgendwo der Unfrieden kommen. Und das war ich mir schon klar als Autor von Schattenprinzip. Und ich habe es trotzdem nicht richtig eingeschätzt. Ich dachte, der Gegenwind, den ich da kriege mit Peace Food, ist das... Es kann Beziehungen zerstören. Ja? Sie steigt ein, ganz begeistert, kocht ihm noch zwei und brät ihm zwei Jahre sein Fleisch. Und dann kann sie nicht mehr. Und dann geht er in die Kantine, isst mehr dort oder geht in den Grillclub. Also kommt, wenn man ganz niedriges Niveau hat, geht man in den Grillclub. Und dann ist es auch ein Thema der Männlichkeit. Ne? Viele Männer denken, wenn sie kein blutiges Steak essen, sind sie nicht männlich. Und stimmt wahrscheinlich auch. Männlichkeit ist ja am absteigenden Ast. Und Ja, wegen Fleisch wahrscheinlich auch, oder? Wegen den Hormonen da drinnen. Ja, kommt alles zusammen, da kommt viel zusammen. Nach 5-6 Jahren, dann will sie einen neuen Ventilator in der Toilette und dann will sie seine Wäsche nicht mehr waschen. Und dann will sie nicht mehr riechen, sozusagen. Und dann gibt es da oft Trennungen. Das würde ich nicht so weit kommen lassen. Wir müssen Brücken bauen, ne? Sonst Kinder sind da mit im Spiel. Ja, ich sage heute manchmal Frauen, also... Erstens mal stinkt der jetzt nicht so, der hat immer so gestunken, nur sie haben sich sensibilisiert, der hat sich gar nicht verändert, der riecht wie immer. Sie haben sich mal in den verliebt, sie haben sich so sensibilisiert. Also vielleicht essen sie doch mal lieber wieder noch ein Stück Fisch oder Hühnerbrust, was sie zuletzt noch gegessen haben, um das aufzuhalten. Sie will aber nicht, weil sie findet es so schön, dass jetzt der Vogel schon auf ihrem Arm sitzt und nicht wegfliegen will und beim Meditieren am Waldrand der Hase anhoppelt und mitmachen will. Das ist ja berührend, brauchst du nicht mehr zum Delfinschwimmen in die Karibik fahren. Erlebe ich auch so, ist irgendwie auch schön, so mit der Natur verbunden, keine Angst mehr zu machen den Tieren und so. Naja, aber sich scheiden zu lassen deswegen und danach geht es weiter. Er geht dann extra zu McDonald's mit den Kindern am Wochenende. Ne? Da hat er ja juristischen Recht drauf und sie macht Erziehung im schreitenden Reigen und mit Demeterkost. Und das, die klagen sich schon vor Gericht. Und sie kriegt natürlich nicht recht mit ihrem Veganen. Der Richter sagt, was ist so ein Quatsch, lassen Sie den da hingehen, wo er will. So, naja, also der Schatten ist groß. Das ganze Beziehung zerstören. Wenn einer nur auf diesen Weg geht. Der Weg ist gut, da stehe ich total drauf. Und dazu, zur Peace Food. Aber ich würde immer raten, den Partner mitzunehmen und vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, darauf zu achten, dass da eine Brücke bleibt. Nicht, dass man sich so völlig auseinander entwickelt. Naja, ich wollte einfach sagen, alles, was eine Lichtseite hat, hat auch eine Schattenseite. Zu jedem Paradies gehört auch eine Schlange. Das muss man sich klar machen. Und uns hat natürlich diese ganze IT-Geschichte wirklich viel gebracht. Ich bin da ja auch dankbar für diese Webinare, die ich halten kann. Und ich begleite ehrlich gesagt lieber Tausende von Menschen beim Fasten. Und mein großer Traum ist ja, Millionen zu begleiten, was ja heute möglich und denkbar ist. Ich würde halt nur sagen, online könnt ihr ja lassen, aber an die Leine muss das heißen. Ein Computer muss ans Kabel. Wo ist das Problem? Also man kann auch noch telefonieren in der alten Weise. Ja? Also das ist ja möglich. Naja, also alles hat Licht- und Schattenseiten und Elektro ist ein großer Fortschritt. Stellen wir uns vor, wir hätten keinen Strom, ja, also jetzt in der Schweiz, kein Adapter dabei, also wir haben nicht mehr so viele Stunden Computer. Also da merkt man so einen Moment, wer sind wir eigentlich, wenn wir nicht mehr an Strom kommen? Und wir brauchen Elektro, keine Frage, wir brauchen sicher auch das Netz, aber wir müssen uns intelligent verhalten. Und ich würde dringend zu Widerstand gegen 5G raten. Und ich würde immer raten, das zu minimieren. Ja, diese ganze Geschichte. Ich kann ja auch ohne Laptop nicht sein, kann die Bücher nicht mehr schreiben. Aber ich kann den Laptop so domestizieren, dass er nicht dauernd piept und mir irgendeine E-Mail, was kommt, zeigt. Dann wäre ich dauernd gestört. Bitte, wer will denn das? Klar. Danach brauche ich so viel Zeit, bis ich wieder an dem Punkt bin. Das ist wissenschaftlich untersucht. So, ich kann den Computer wirklich so einstellen, wenn ich das kann, kann es jeder, dass der nur das macht, was ich will von dem. Das heißt, ich brauche gerade mal 10% seiner Möglichkeiten, seiner Funktionen. Also diesbezüglich ist es möglich. Und ich kann den immer an die Leine legen. Also ich bin praktisch nie online mit Wi-Fi. Wozu? Ich kann den morgens, wenn ich beim Duschen bin, das runterladen lassen
Und abends, wenn ich meine Mails beantwortet habe, gehe ich wieder zum Duschen, da könnt ihr die wegschicken, da habe ich nichts mit zu tun. Das sind 10 Minuten bei schlechtem Empfang, sonst dauert es 3 Minuten oder Sekunden. Und ich kann das umgehen. Ich kann mir solche Räume schaffen für mich. Das würde ich auch raten. Und umso mehr wir solchen, aus meiner Sicht, Wahnsinn weitertreiben, wie 5G, umso mehr werden wir Oasen brauchen, wo Leben in dieser ursprünglichen Art noch möglich ist. Ich habe vorhin noch einen Hinweis von der Regie gekriegt, eine Frage in Bezug auf, ob man den Körper jetzt aber auch prophylaktisch schon mit genügend Vitaminen und Nährstoffen so weit stärken kann, dass er besser dem Druck oder dieser disharmonischen Schwingung von Elektrosmog gerecht werden kann. Sicher kann man das, wobei ich würde immer sagen, wir müssen auch die Störquellen ausschalten. Ja, wenn ich in der Nacht sowieso, oder? Ja, also das ist das Erste. Und dann können wir schauen, dass wir uns auch, oder das sollten wir parallel machen, uns so stabil halten, so abwehrstark, in so einer guten Verfassung, Ernährung, Bewegung, Entspannung, ja, ab und zu mal wirklich uns Oasen gönnen. Ja, einen Regenerationsurlaub biete ich sogar an, Regenerationsimpulswochen, beides ist ja möglich, in so einer freieren Atmosphäre wie Damanga. Das ist alles sinnvoll. Ich kann meditieren, mache ich seit 50 Jahren. Und natürlich, oder länger sogar. Also, dass ich so tief reinkomme in mich, in mein Zentrum, dass ich da so gestärkt bin, dass ich den Körper von daher auch sehr bewusst stärke gegen diese Dinge. Das ist bei allem so. Nicht einfach nur nicht impfen, sondern Nestschutz für die Kinder, in eine gute Verfassung kommen. Das ist eigentlich das A und O. Bei jeder Krankheit, aber auch bei jedem Menschen ganz generell. Wenn wir richtig bei uns sind, in unserer Mitte ruhen, das wollte mal die Medizin, Medizin wie Meditation, Remedium, das Heilmittel, Remedy, Englisch, ja, zurück zur Mitte. Wenn ich in meiner Mitte ruhe und wirklich als Seele mich spüre, die in dem Körper wohnen darf, so wie Teresa von Avila. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, ich nehme mir die schon. Ne? Ja, ja. Also du kannst das schon. Ich schreibe so viel, aber ich mache Schreibmeditation. Gern an einem schönen Ort. Zypern, schaue ich aufs Meer, sitze an einem schönen Ort, schreibe Bücher, bin dankbar, dass die immer noch gelesen werden nach 40 Jahren und produziere Ideen, mache daraus Filme, Webinare, kann ich heute überall machen. Natürlich der immense Vorteil von diesem ganzen Netz und so. Ich bin da nicht dagegen, sondern im Gegenteil. Wir müssen das intelligent nutzen, aber uns vor den Schattenseiten schützen. Und das Schattenprinzip, denke ich, ist das wichtigste Buch, was ich überhaupt geschrieben habe. Das müssen wir mal verstehen, dass eine Schlange ins Paradies gehört und dass wir immer auch einen Schatten mitbekommen. Ja, und dass es nicht so geht, wie so immer wieder erlebt man es in der Politik, rot-grüne Regierung sagt, wir wollen entbürokratisieren, alle sind einverstanden, dann haben sie sofort fast 500 Gesetze und Verordnungen unsinnigster Art abgeschafft und wie sie fertig waren nach 7 Jahren, in jeder Hinsicht, hatten sie 7.000 neue erlassen. Ja, das ist Opfer des Schattens, die Schulmedizin. Ja, also kann viel, hat vieles auch gelernt, ist immer besser geworden, aber ist bei den Todesursachen im Gesundheitsbereich inzwischen nach Herzproblemen und Krebs an dritter Stelle mit den Nebenwirkungen der Pharmaka. Das müssen wir mal ansprechen. Dass es nicht stimmt, sagt ja niemand. Ich soll es nicht sagen, weil die Öffentlichkeit soll nicht beunruhigt werden. Doch, ich will die Öffentlichkeit beunruhigen. Das geht in die falsche Richtung mit der Schulmedizin. Die sind in Geiselhaft der Pharmakonzerne und dadurch wird es gefährlich. Und auch der Geräteindustrie. Das sagen übrigens auch Chefärzte, also macht er mal Fortbildung für Gynäkologen. Da ist ein Chefarzt dabei, der Heinz, Professor, Doktor. Und der sagt, warum wird denn diese problemlose Operation nicht mehr gelehrt? Also die Gebärmutter durch transvaginal, durch die Scheide rauszuholen. Evidenzbasiert untersucht, in jedem Punkt besser. Für die Frau kürzere Operationen, keine Narbe und. Aber es wird nicht mehr gelehrt, weil die Geräteindustrie Interesse hat, durch den Bauch, also durch die Bauchdecken durchzugehen. Die produziert Endoskope, die brauchst du dafür. Klar. Da klagt der Ordinarius, der Chefarzt, einer der Gynäkologen in Österreich, öffentlich, ja, beim Essen können wir dann drüber reden, woran es liegt. Es liegt an der Geiselhaft, in die die Schulmedizin geraten ist. Das müssen wir sagen. Die Schulmedizin ist so im Schatten gelandet. Und wenn man das versteht, muss man da wieder raus. Und wieder auch aus dem Reduktionismus nicht raus, aber doch sehen, dass es ein ganzheitliches Betrachten des Menschen gibt. Das ist nicht eine Niere auf Zimmer 17. Das ist ein Mensch mit 2 Nieren und vielen Organen, einer ganzen Symphonie.
das ist unser Organismus, und dann kommt die Seele und der Geist dazu. Und als Gegenpol braucht man diese ganzheitliche Sicht. Ja, und das meint integrale Medizin. Ich bin ja froh um das, was die in ihrem Reduktionismus im Detail erforschen. Ja, ich würde auch solche Dinge nutzen. Ja, unbedingt. Ja, ich sage schon, nichts Gefährliches, Schädliches, Giftiges essen. Also da 93% des Giftes aus dem Tierprotein kommt, weglassen. Dann viel Lebensenergie tanken, also frische Kost essen, so wie im Geheimnis der Lebensenergie beschrieben. Und noch ein paar Glanzlichter draufsetzen. Also ich nehme auch ein Mittel ein, Amorex heißt es, so eine kleine rote Pille. Die gibt mir die Vorstufen von Serotonin, dem Wohlfühlhormon, und von Dopamin, diesem Belohnungs- und Glückshormon. Die gibt mir genug das richtige Vitamin B12, was ich brauche, Methylcobalamin, auch Vitamin D, B6, dann kann ich meine Träume besser erinnern, Biotin, für viele Dinge gut. Naja, also ich nehme sogar ein Nahrungsergänzungsmittel, wenn man so will. Das ist morgens und abends eine kleine rote Pille. So, die sogar noch für Liebeskummer entdeckt wurde, deswegen Amorex. Aber ich nehme das für ein beglückendes Leben, sozusagen ein liebevolles Leben, und empfehle das auch. Wir können alle Ebenen benutzen im Sinne der Integration. Die ist, finde ich, ein wichtiger Gedanke. Und da kann man wieder in der Schweiz schauen, Integration ist ja möglich, auch mit fremden Menschen. Das ist bei euch vergleichsweise wunderbar gelungen und läuft noch wunderbar. Und die Schweiz hat so viel Fremde aufgenommen, ne? Wie mich zum Beispiel für ein paar Jahre. Also dankenswerterweise habe ich bis zum B-Schweizer geschafft. Das ist ja hier möglich. Ja, und ihr setzt einfach durch, dass die Leute, die hierher kommen, sich den Bedingungen hier anpassen. Ja? So, und dann wäre Integration ein Zauberwort. Mhm. Wenn man die einfach ignoriert, wie das in Österreich, in Deutschland weitestgehend passiert, wird das eine Katastrophe. Also wir, und das gilt jetzt für alle Dinge. Ja, wir können, ihr macht noch Naturheilkunde, wird propagiert, werden die Politiker und die Kliniken gezwungen, die wollen ja nicht, aber der Stimmbürger hier in der Schweiz hat ja erstmal mit 50% ja, gesagt, wir wollen das. Klar. Und dann haben sie nichts gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Das ging dann immer 10 Jahre, bis etwas gekommen ist. Ja. Und jetzt haben sie mit mehr, ich glaube, über 2/3 abgestimmt. Als B-Schweizer durfte ich ja nicht, aber okay. Über 2/3 der Schweizer wollen das. Hier bestimmt die Bevölkerung sehr weitgehend. Und dann muss plötzlich die Schulmedizin auch von oben runter. Und dann muss die Pharmaindustrie mal zurücktreten. Und dann wird das durchgezogen. In der ganzen EU gibt es einen richtig breiten pharmafinanzierten Krieg gegen die Naturheilkunde, gegen die Homöopathie, gegen all das, was hier sein darf. Also an dem Beispiel Schweiz könnte man sehen, wenn wir der Bevölkerung wirkliche Macht geben würden im Sinne der Demokratie, dann würde vieles viel besser laufen. Darum ist ja unser Sender auch entstanden, um etwas über die holistische Sichtweise zur Medizin der Welt zu schenken, den Zuschauern zu schenken und weit über die Grenzen heraus einfach diese Sichtweisen darzulegen, wie du es eben heute auch bei uns großzügigerweise machst. Und ich komme auch gern, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin ja eine weite Strecke hergefahren, den ganzen Tag im Zug. Und weil ihr das noch tut, euch traut. Bei Mainstream-Medien werde ich in Deutschland, Österreich, Schweiz nicht eingeladen. Die wollen das nicht. Das geht gegen die Sponsoren. Das ist einfach so, da bin ich mir sehr sicher, weil früher war ich ja viel eingeladen. Also bin ich auch dankbar meinerseits, dass QS24 sowas noch macht, noch möglich macht, dass man auch mal diesen Blickpunkt reinbringen kann. Die Schweiz wäre der Ort, wo man sehen kann, in der Medizin funktioniert das. Und nicht nur in der Medizin, ne? Da könnt ihr jetzt noch viele Punkte aufführen. Klar. Also herzlichen Dank. Beim Thema Elektrosmog haben wir vielleicht einen Punkt noch vergessen, ist die Erdung generell. Also Barfußlaufen oder Schuhe zu tragen ohne Gummisohlen bringt einfach wirklich den größten Teil der Hautaufladung, der galvanischen Hautaufladung weg. Hast du auch Ledersohlen an? Hatte ich gehabt die ganze Zeit immer. Ja, eben, super. Ja, ich werde dafür angemotzt von Veganern, muss man auch sagen. Ja, wegen der Ledersohlen. Ja, ich sage immer wieder, Licht und Schatten. Aus dieser Sichtweise sage ich immer, das ist auch die letzte Ehre, die man einem Tier noch schenken darf, wenn es ja schon durch die Nahrungsmittelindustrie sowieso auf dem Tellerrand, dass man wenigstens dem Leder noch ein bisschen Achtung schenkt. Ich sage immer, solange ihr noch Fleisch esst, kann aus den Häuten dann auch noch Leder gemacht werden. Wobei, ich kaufe mir nichts Neues mehr aus Leder, das ist schon so. Danke vielmals, lieber Rüdiger Dahlke. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Bitte liken Sie QS24, verbreiten Sie bitte diese Sendungen, wo ich hier machen darf, zusammen mit Rüdiger Dahlke. Das würde uns allen sehr viel helfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis nächste Woche zur gleichen Zeit, am gleichen Ort sind wir wieder für Sie da. Danke und auf Wiedersehen.